Das sind keine gewöhnlichen Gemälde. Sie wurden nicht von Menschen, sondern von Roboterhand geschaffen. Kunst aus der Maschine oder die Maschine als Künstler? Einer der bekanntesten Vertreter auf dem Gebiet der Roboterkunst ist der Franzose Patrick Tressé. Seine Roboter heißen Paul. In seinem Atelier in London bereitet er mit drei dieser Pauls eine Zeichensession vor. Die Maschinen bilden einen Teil seiner künstlerischen Identität. Es ist kompliziert, weil sie für mich Maschinen sind, Programme. Aber ihnen habe ich auch meinen Erfolg zu verdanken. Und sie sind auch eine Art Selbstporträt von mir. Die Beziehung zwischen mir und den Robotern ist komplex. Für mich sind sie irgendwie wie Puppen, die das machen, was ich will. Zumindest meistens. Tressé ist nicht nur Künstler, sondern auch Wissenschaftler und hat seine Roboter selbst entwickelt. Sie scannen den Raum mit ihren Kameraaugen und erkennen menschliche Gesichtszüge. Diese Linien zeichnet der Roboterarm aufs Papier inklusive Schattierungen. Bis zu 40 Minuten braucht er dafür. Sabina Tupan hat schon mehr als 20 Mal für die Pauls posiert. Ungewöhnlich fühlt es sich trotzdem immer wieder an. Die Maschine imitiert menschliches Verhalten, deswegen kommen einem die Bewegungen so vertraut vor. Aber gleichzeitig doch auch wieder nicht, weil man im Grunde ja weiß, dass einen nicht ein paar Augen, sondern eine Kamera anschaut. Aber der Malprozess ist so natürlich, dass man manchmal leicht verwirrt ist. Das geht den meisten Betrachtern genauso. Patrick Tressés Roboter treten mindestens einmal monatlich vor Publikum auf, wie hier 2015 in Paris. Wie Mensch und Maschine interagieren, für Tressé in künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht interessant. Die meisten schreiben den Robotern menschliche Eigenschaften zu, eine natürliche Reaktion. Sobald eine Maschine Dinge tut, die Sinn ergeben, sobald sie zum Beispiel etwas anschaut oder auf etwas reagiert, versuchen wir, sie zu verstehen und reagieren automatisch auf sie. Das ist unser animalischer Trieb. Wir können nichts dagegen tun. Roboter in der Kunst und Kunst als Forschungsfeld der Informatik sind nicht neu. Der Brite Harold Cohn programmierte Ende der 60er Jahre eine Maschine, die immer wieder aufs Neue entscheidet, was sie malt. Die Werke schafften es schon in Museen weltweit. Andere Roboter reagieren auf Umwelteinflüsse, wie diese Maschine, die Klang wahrnimmt und in Signale verwandelt. Diese beeinflussen wiederum ihre Bewegungen. Der E-David der Uni Konstanz imitiert fremde Maltechniken und wendet sie auf neue Motive an. Damit wollen die Forscher herausfinden, inwiefern man einer Maschine beibringen kann, kreativ tätig zu sein. Auf den ersten Blick scheint der Roboter so zum Künstler zu werden, aber an den Menschen kommt er nicht heran. Ein Vogel und ein Flugzeug tun dasselbe, aber überhaupt nicht auf die gleiche Weise. Künstliche Intelligenz ist genauso. Man könnte denken, dass man für eine Zeichnung wie diese intelligent oder einfühlsam sein muss. Aber das System ist nicht besonders intelligent, weil es bisher noch keine intelligenten Systeme gibt. Künstliche Intelligenz gibt es im Moment noch nicht. Doch jeder neue Roboter in der Kunst kann ein weiterer Schritt Richtung künstliche Intelligenz sein. Hier im Goldsmiths College der Uni London hat Patrick Tressé seine Maschinen entwickelt. Er begeisterte sich schon immer sowohl für Kunst als auch für Technologie, studierte erst Informatik und widmete sich dann der Malerei. Durch die Behandlung einer psychischen Krankheit habe er irgendwann aber die Freude am Arbeiten mit den eigenen Händen verloren, sagt er. Stattdessen lässt er heute seine Roboter so zeichnen, wie er es als Künstler früher selbst tat. Computer werden für alles benutzt. Warum also nicht für die Kunst? Es gibt zwar diese Spezialisierung auf Roboter, aber generell nutzen viele Künstler ständig Computer auf die eine oder andere Weise. Sie sind nur ein Arbeitsgerät. Auch wenn die Maschinen heute einen Teil seines künstlerischen Ichs ersetzen, sieht Patrick Tressé sich selbst immer noch als Künstler hinter den Porträts. Die Roboter sind nur sein Werkzeug. Ich glaube nicht, dass die Roboter die Kunst übernehmen werden, weil immer noch ein Künstler hinter ihnen steht. Es gibt Leute in der Wissenschafts- oder Technik-Community, die keine Künstler sind und die ein System dazu bringen wollen, Kunst zu kreieren. Aber das funktioniert nicht, weil diese Forscher kein Verständnis davon haben, was Kunst eigentlich ist.
Dass Roboter in naher Zukunft eigenständig kreativ und schöpferisch tätig sein werden, ist momentan noch unwahrscheinlich. Und trotzdem fasziniert die Kunst der Maschinen schon heute.